Mein Name ist Rainer Kuhnhen und ich möchte Ihnen eine hochinteressante Begebenheit aus den letzten Kriegstagen äh, erzählen. Und zwar weiß ich diese, diese Informationen äh, von Überlieferungen meines Großvaters bzw. meines Vaters und auch von einem Telefonat mit der Tochter des Piloten und diese Informationen waren annähernd deckungsgleich. Es geht um Folgendes, die Überschrift trägt den Titel, wenn ein Freund vom Himmel fällt. Wenn ein Freund vom Himmel fällt, äh, diese Überschrift habe ich beibehalten, weil mein Vater vor einigen Jahren in einem Heimatbuch diesen Sachverhalt geschildert hat. Und in diesem, in diesem Buch wurde der gleiche Titel verwandt. Mein Vater hatte einen sehr guten Freund, Freund und Nachbar, und dieser Freund war Pilot. Während des Kriegs war er am Anfang zu dieser Zeit in Ostpreußen stationiert. Der Pilot Fritz, wir im Familienkreis, wenn es um diese Sache ging, wir sprachen nur immer von Fritz. Und dieser Fritz bekam mit, dass. Er in russische Gefangenschaft sollte. ja Und aus verständlichen Gründen, da wollte er beim besten Willen nicht hin. Und somit schmiedete er einen Plan. Und dieser Plan wurde auch umgesetzt. Das heißt, er nahm sich ein vollgetanktes Flugzeug, in dem Fall eine Fokker Wulf 190, und kam damit nach Hause. Er landete auf einem großen Feld von Gut Steinhausen. Und an diesem Feld grenzt eine Wiese an, und dann ist er über eine Schlucht gerutscht und ist bei uns am Haus, circa 50 Meter in der Entfernung von unserem Haus, zum Stehen gekommen. Die Landung auf dem Feld erfolgte mit eingezogenem Fahrwerk, sodass er übers Feld rutschte. Und mein Vater sofort dahin, er ahnte, es könnte sein Freund Fritz sein, und so war es auch er kam an das flugzeug ran sah durch die kuppel und es war sein freund fritz und der pilot kam unabsichtlich an einen notauslöser äh, der im notfall das kabinendach abschießt und gott sei dank ist das kabinendach zur anderen seite geflogen so dass mein vater nichts mitbekam mein vater hat seinen freund dann aus dem flugzeug herausgeholt informierte dann seine familie und versuchte auch einen Dolmetscher zu bekommen, in dem Fall von der Demach. Die Familie und der Dolmetscher kamen auch. Und in der Zwischenzeit waren auch die Amerikaner da. Die Amerikaner waren auf Gut Steinhausen. Da, wo heute eine moderne Reithalle steht, war früher eine Feldscheune. Und in dieser Feldscheune waren die Amerikaner drin. Diese Amerikaner waren sofort da und der Dolmetscher übersetzte. Dass mein, Vater, dass mein Vater hier wohnt und dass der Pilot ein guter Freund von meinem Vater war. Das haben die Amerikaner auch so hingenommen. Und als die Amerikaner die Wiedersehensfreude zwischen Mutter und Sohn sahen, waren sie auch ziemlich ergriffen. Und der Dolmetscher übersetzte dann, dass die Amerikaner den Piloten festnehmen müssen, aber er verspricht, dass er innerhalb von zwei, drei Tagen wieder zu Hause ist. Und genau so war es dann auch. Die Amerikaner hatten Langeweile und schossen auf unsere Pütkes. Und da rief mein Großvater zu meinem Vater auf Plattdeutsch, Heinz, pass auf, dass er unseren Esel nicht tot Ja, und man kann es nicht glauben. Und dann reagierte ein Amerikaner und sagte, Buchs, keine Angst zu hemmen, wir sind Esel, scheide nicht tot. Offiziellisch platt. Ja, mein Vater dahin und sagt, hör mal, was bist du denn für ein Kerl? Und dann sagt der Amerikaner, ich muss noch nach Gladbeck, da wohnt meine Oma. Da wird diese Sache auch geklärt. Und das Flugzeug wurde nach der Freigabe der Amerikaner, wurde dann von den Nachbarn mehr oder weniger ausgeschlachtet. Es wurden Kochtöpfe, Bratpfannen und so weiter davon gemacht. Und auch mein Großvater hatte Interesse daran und nahm sich das Fahrwerk vor, <laughs> Fahrwerk mit den Reifen, und baute das ab. Und ich kann mich als Kind, als junger Bursche noch gut daran erinnern, Teile von diesem Fahrwerk und die dicken Reifen hatten wir jahrelang unter der Jauchekarre. Als diese ganze Sache gelaufen war, kam die westfälische Rundschau auf meinem Vater zu und fragte, ob sie einen teil aus dem heimatbuch den artikel den mein vater da geschrieben hatte übernehmen könnten ja mein vater gesagt wenn ich da vorher einen korrekturabzug bekomme können sie das gerne machen gesagt getan der korrekturabzug kam mein vater war einverstanden und dann wurde das auch in der westfälischen rundschau gedruckt und was ich jetzt sage ist ziemlich ergreifend Danach schellte es bei mir an der Tür, dann stand da ein älterer Mann mit einer Aktentasche und mit einem Blumenstrauß in der Hand. Und ich mache die Tür auf und dann sagte dieser gute Mann, ich möchte gerne Herrn Kuhn entsprechen. Ja, ich sagte, der steht vor Ihnen. Nee, sagte er, das können Sie nicht sein. Macht die Aktentasche auf und holt den Zeitungsausschnitt heraus. Und in dem Zeitungsausschnitt war, ein, war auch ein Bild drin von dem Flugzeug. Wo auch mein Vater mit drauf war. Den Herrn Kuhnen hätte ich gern gesprochen. Ja, ich sage, das tut mir furchtbar leid. Äh, der ist mittlerweile verstorben. Ja, da möchte ich den Piloten sprechen. Ja, ich sage, auch da muss ich eine negative Mitteilung machen. Auch der ist leider verstorben. Ja. Können Sie mir denn sagen, wie sich der seinerzeit zugetragen hat, wie das Flugzeug gelandet ist, wo der aufgesetzt hat und wo der zum Stehen gekommen ist? Ich sage, das kann ich Ihnen genauer sagen. Und dann sagte der gute Mann, ich habe im Krieg die gleiche Maschine geflogen. Und ich bin beeindruckt von der fliegerischen Leistung, die mein Kamerad hier hingelegt hat. Können Sie mir sagen, wo er begraben liegt? Ich sage, das kann ich Ihnen sagen. Habe ich ihm das beschrieben? Da sagte er, da fahre ich jetzt hin. So sagte er, und jetzt werde ich meinem Kameraden für diese fliegerische Leistung diesen Blumenstrauß überreichen. Zum Abschluss möchte ich mich nochmal äh, bei der Tochter des Piloten bedanken für die entsprechenden Auskünfte, äh, die ich erhalten habe. Recht herzlichen Dank.